Von Calcio Berlin, das sich im ersten Spiel klar und deutlich 8:1 durchsetzen konnte. So guter Pass, macht er clever gegen den jungen Thierrys Herzhauser. Kocht den einmal ab. Erste Ansage kommt in der zweiten Minute von Richard. So guter Pass. Und Skri, der ist einer zum Warmwerden für Kaan Gökçeşin. Boah, Skri ist schon intensiv in den Zweikämpfen. Bei Manu Fischer war es vielleicht keiner, aber das hier ist wirklich klar. Ich sag mal, ohne Slow-Mo schon ein Foul. Skri heißt Sascha Migalke, ganz herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Klassisch auf die Hörner genommen. 2 Minuten Zeitstrafe gegen Spandau. Und jetzt haben sie mal die Überzahlsituation. Römers! Berisha ist da mit dem rechten Patschehändchen. Und das ist das ganz dicke Ding für Marco Cirillo. Marco Cirillo, super Bewegung. Einmal Taher auf die Rutsche geschickt. Antoski für Manu Fischer. Das meine ich, der lauert immer, der glüht immer. Auch wenn er gerade nicht angezündet ist. Ihr seid am Träumen. Alvin, straf dich wieder. Jeder zweite Ball ist ein Fehler. Mir fehlt was. Wenn wir Überzahl sind, müssen wir schneller spielen. Aziz, ihr müsst schneller spielen. Ball laufen lassen, damit die in Bewegung kommen. Knabinho. Bigalke für Fischer. Kein Absatz. Fischer! Manuel Fischer, 19. Minute, 1:0. Durch den Spandau-Schreck Fischer. Letzte Woche in diesem Duell 4-mal getroffen. Jetzt wieder Bigalkes Blick und Fischers Hieb. Freistoß für Spandau. Rausgeholt durch Matondo. Nochmal, es gab nur 37 Tore nach Standards. Eins haben wir heute gesehen schon. Und was macht Abulut? Der mit links und mit rechts richtig gute Schüsse in seinem Repertoire hat. Aziz hat den etwas recht, stärkeren Rechten. Sanga Aziz für Abulut! 8 Minuten noch knapp für Spandau. Ein ganz anderes Spiel als das erste Halbfinale mit dem 8:1. Fischer! Dritte Ecke, Penalty für Streets United. Und natürlich macht es Manu Fischer, der schon 16 Mal gescored hat. Wurde im letzten Spiel zum Player of the Game gekürt, als er eben Spandau abschoss. Und jetzt Fischer! Oh! Berisha! Und Berisha hat ihm noch Zärtlichkeiten zu sagen. 18 Einsätze für Deutschlands U19-Nationalmannschaft, dabei 7-mal gescored. Das sind Fischer-Werte. Fischer! Kriegen sie noch den einen Ballvortrag nach vorne hin. Zeit rennt, 4 Minuten noch. Bigalke, Fischer, Manuel Fischer!
Das ist ja Wahnsinn! Und es wird Galaxy Fair Play, das heißt, bei jedem geahndeten Foul wird sofort mit Platzverweis bestraft. Nochmal, wenn der Ref einen Foul sieht, gibt das sofort Platzverweis. Das ist der Veränderungsbereich für die letzten 3 Minuten. Ja, das ist die Regeländerung. Suguta Pasu klammert, das Foul wird geahndet und deswegen muss er runter. Das ist jetzt die Regeländerung. Das war kein rotwürdiges Foul, aber Galaxy Fair Play bedeutet Platzverweis bei geahndetem Foul. Schieber! Julian Schieber! Was für ein sensationelles Tor! Und jetzt fliegt hier das Dach weg! Julian Schieber, ein Kontakt, 2 Kontakte und man gibt ihm überragend, den kannst du nicht besser treffen, über den Außenriss. Julian Schieber kocht hier ganz groß auf. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Aber unglaublich gut verteidigt von Streets United. Die fühlen sich hier durchs Unterholz. Und dann das. Und dann das. Eigentor. Ein ganz dicker Fehler von Göçeşin. Eigentor. Das ist ja alles nicht wahr. Wahnsinn. Und das war die Entscheidung, die Streets United den Sieg bringt. Schluss aus. Streets United gewinnt 2:1 und folgt Calcio Berlin in das Finale der ersten Border League Saison.